Hi. Das spontane Ableben meines alten Werkstattsaugers Dustin hatte Folgen. Der Nachfolger kommt mit einer deutlich höheren Saugleistung daher, wodurch sich der kleine Eimer leichter zusammenzog. Die Steckerei mit den HT-Rohren war von Anfang an ziemlich nervig und das flexible HT-Rohr, das übergangsweise zum Sauger geht, ist einfach zu steif. All das ändern wir heute und vielleicht kommt noch was dazu. Willkommen bei Toolsinnig. Der Plan ist also ein größerer Eimer für mehr Volumen, ein besseres Kupplungssystem und eine Abzweigung für einen zusätzlichen Schlauchanschluss mit Sperrschieber. Los geht's! Bei der Demontage fiel mir auf, dass das, ich nenne es mal Steigrohr, vielleicht doch ein bisschen zu kurz geraten ist. Das untere Ende ist auch nur schlapp mit Klebeband verschlossen, das ändern wir auch noch mit. Ja, HT-Rohre. Ich hatte eine ziemlich genaue Vorstellung, wie die Schlauchverbindungen sein sollten und hatte auch ein paar Versuche als Wiederanfänger in CAD gestartet, sie zu konstruieren. Lief so lala. Dann bin ich auf Thingiverse zufällig auf genau das gestoßen, was ich wollte. Ihr findet die Links zu den 3D-Druckmodellen für den Adapter auf Thingiverse und den Sperrschieber auf MakerWorld in der Videobeschreibung. Danke an die beiden Urheber fürs Teilen eurer Arbeiten. Schon als ich vor 8, 9 Jahren zum ersten Mal was von 3D-Druck als Technologie mitbekommen habe, war mir klar, welche Möglichkeiten das eröffnet und später noch eröffnen wird. Ich meine, es werden heute Gebäude im 3D-Druckverfahren hergestellt. Schon verrückt. Auch anders als in der Pionierzeit gibt es heute kompakte Einsteigergeräte, die man nicht erst von jeder Schraube an zusammenbauen muss. Für mich gab es dann vor kurzem keine Ausrede mehr, nicht doch mal in das Thema einzusteigen. Mal eben einen passenden Stopfen drucken zu können, ist natürlich an sich schon klasse. Aber ich war auf einige sinnige Helfer für die Werkstatt aus und habe damit gleich meine sehr rostigen CAD-Kenntnisse wiederbelebt. Zum Beispiel diese Erweiterung für eine Schieblehre, um sie als Höhenlehre einsetzen zu können, eine kleine Wandhalterung und einen halbwegs tauglichen Absaugadapter für meinen Schleifer. Der wirklich allererste Druck war aber dieser selbst konstruierte Halter für unser Senseo-Zubehör. Aber zurück zur Absauganlage. Den Deckel des KG-Rohres musste ich nochmal machen, da der Alte meinte, meine Geduld beim Ausbau auf die Probe stellen zu müssen. Frisch daran erinnert, wie spröde das Material ist, gehen wir ganz behutsam und langsam in die Zusammenklebmontage. Mal sehen, was aus den Zielen geworden ist. Ein größerer Eimer? Check. Ich hoffe einfach, dass das größere Volumen dabei hilft, mehr grobes Material vor dem Sauger zu sammeln, als es mit dem kleinen Eimer der Fall war. Eine weniger steife Verbindung zum Sauger selbst? Check. Die optionale Abzweigung wird den Anschluss knapp unter der Werkbankhöhe haben und wird in ihrer finalen Position dann noch befestigt. Blastgate ist auch dran. Check. Ich hatte jetzt nicht erwartet, dass der Eimer den Unterdruck komplett wegsteckt.
Der Eimer zieht sich aber wirklich nur zusammen, wenn man den Schlauch dicht macht und entspannt sich wieder. Also so gesehen auf jeden Fall eine Verbesserung. Mehr oder weniger fürs gute Gewissen habe ich noch ein übriges Rückschlagventil aus der Bewässerungstechnik sozusagen als Pseudo-Unterdruckventil angebracht. Wenn es was gebracht hat, dann nicht viel. Sei es drum. Soweit so gut, es ist alles ungefähr so geworden, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber funktioniert's auch? Das hier ist im Moment eigentlich alles Schleifstaub, also sehr fein, keine groben Partikel drin oder nicht viele. Das sollte ideal zum Testen sein. Das Einzige, was mir bisher gar nicht gefällt, ist die Lautstärke des Saugers. Der ist gefühlt doppelt so laut wie der alte, das ist nicht schön. Ich würde euch jetzt gerne einen Vorher-Nachher-Vergleich zeigen, habe aber vergessen, das Vorher aufzunehmen. Daher müsst ihr mir jetzt leider einfach glauben, dass vorher viel mehr grobes Material in der Staubsaugertonne gelandet ist. Das hier ist jetzt wirklich nur noch ein kleiner Rest allerfeinster Staub, also scheint alles gut zu funktionieren und der Rest ist im Eimer. Im nächsten Video möchte ich aus dem zusammengespacksten Sägetisch dort einen Rollwagen machen, der tauglich für beide Sägen ist, und wenn es gut läuft, schaffe ich es vielleicht noch, den Frästisch zu integrieren und ein anderes Werkzeug unterzubringen, mit dem ich normalerweise nicht so gerne arbeite. Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald. So, jetzt erstmal durchsaugen hier, es sieht aus wie Sau.